Kikli? Ah, okay. Zurück zu Drift Zeppeli. Ich frage mich, ob das irgendwann nochmal kostenlos wird. Jetzt sind die ja schon 10 Beeren vom Preis. Drift Zeppeli. Komm schon, so. Tag auf für 10 Beeren bringe ich überall hin. Also, wo soll es hingehen? Es soll hingehen in die Steinzone. Drift Zeppeli. Und ab geht die Post. Hui! Yeah. Oh, Pikachu schläft. Oh, wie süß. Dum, dum, dum. Und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt auf zu Libeldra. Wir haben die drei Lösungen. Lösungen, whatever. Und das ist ja so TT. Wunderbar, du hast alle drei Lösungen beisammen. Liebe, Frieden und Regenbogen. Oh Mann. Die Erbauer dieser Städte haben den Himmelsgarten als Ausdruck ihrer Sehnsucht nach Liebe und Frieden geschaffen. Fortan bist du für uns ebenfalls ein Hüter des Eides. Du darfst passieren. Cool. Aber bevor wir da jetzt weitergehen, würde ich lieber noch mal eben meinen Donnerblitz aufputschen. Beeindruckend, du hast alle Tore zu allen Zonen geöffnet. Die Erzählungen von deinen Taten sind bis zu mir vorgedrungen. Dir ist wahrlich alles zuzutrauen. Erinnerst du dich noch an den Erdstoß vorhin? Hier im Pokepark scheint etwas Ungutes vorzugehen. Im Himmelsgarten wirst du womöglich erfahren, wo das Problem liegt. Ich bitte dich inständig, den Frieden im Pokepark wiederherzustellen. Okay. Aber wie gesagt, ich will jetzt nochmal eben meinen Donnerblitz aufputschen. Hoppla. Ah, da kommen wir gar nicht durch. Beziehungsweise nicht runter. So. Und da ich keine Lust habe, jetzt schon wieder 10 Beeren zu blechen, gehen wir jetzt zu Fuß. Ach nein, nicht dran vorbei rein. Das muss ich auch anstoßen. So. Ich glaube, wir müssen den noch zweimal aufputschen, den Donnerblitz. Dann haben wir ihn ganz. Das Problem ist nur, dass mir dafür die Beeren fehlen. Naja, gucken wir mal. Für einmal habe ich sie auf jeden Fall. Dingens. Absol. Nein, wir müssen... Ach. Wo ist der Ausgang? Ich habe mich verlaufen. Hilfe. SOS. Ja, aber jetzt echt mal, wo ist der Ausgang? Moment mal, ich muss mal eben auf die Karte gucken. Auf der Karte müsste es doch hier irgendwo. Ah, hier, okay. Okay, gut, ich hab's schon. Und wir rennen um unser Leben und raus aus der Steinzone. Ja, auf zum Treffpunkt. So. Okay, da wären wir auch schon. Und jetzt auf zu Electek. Ich will meinen Donnerblitz verbessern lassen. Electek! Ah, da bist du ja wieder. Hast du nun erkannt? Bla bla bla. Ja. Electek! Mit 1000 Bären. Ja, okay. Haben wir zufällig gerade dabei. Krebskorn! Süß aus. Electek! Und das war's. Jetzt fühlst du dich gleich viel schlauer, was? Oh ja, wie viel schlauer ich mich jetzt fühle. Wer hat da gerade Bidifass gesagt? Achso, da ist ein Bidifass. Und... Wow! Oh, tut mir leid, ihr Bulli. Okay. Jetzt haben wir... Wollen wir doch mal eben gucken... Statuswerte. Da, Donnerblitz fehlt nur noch einmal. Dann haben wir den auch ganz. Ansonsten haben wir alles. Und uns fehlen noch zwei Prismenfütter. Okay. Was mache ich jetzt? Okay, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt, Leute. Und dann werde ich weiter den Donnerblitz aufputschen. Also weiter Beeren sammeln. Und dann geht's gleich weiter mit, wenn wir alle Statuswerte voll haben, geht's auf in den Himmelsgarten. Also freut euch schon mal drauf.
Okay, bis gleich, Leute. Ciao. Jo, Leute, und heute geht's weiter mit Let's Play Pokepark. Wir müssten schon jetzt bei Part 35 sein oder so. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Naja, okay, guckt euch erstmal das an. Statuswerte. Ich habe den Donnerblitz jetzt auch auf höchste Stufe gebracht und ja, wie ihr seht, haben wir jetzt alles auf höchster Stufe, ne? Ja, ich wollte das ja erstmal machen und dann geht's weiter und ja. Da wir das jetzt so haben, werden wir jetzt weitergehen in die, wo waren wir nochmal? Steinzone? Ja, genau, ich glaube schon. Steinzone, da ist es auch schon. Yeah. So, die Steinzone betreten, jawohl. Ich glaube, Alex wird stolz auf mich sein, weil ich jetzt alle Fähigkeiten auf die höchste Stufe gebracht habe. Naja. Geht's erstmal weiter. So. Wir hatten die Losungen alle zusammen und dann konnten wir jetzt durch dieses Tor gehen, ne? In den Himmelsgarten. Ich meine, mich zu erinnern. Warte mal. Hatten wir das schon als Freund? Driftlon. Ah, okay. Ja, das hatten wir schon. Ja, komm. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, ich will nichts von dir, du Viech. Oh, okay. Das will doch nichts von mir. Okay. Da hinten. Oh. Sorry. Das war nicht mit Absicht. Und shit. Moment, habe ich jetzt den Durchgang? Oh, fail. Oh, scheiße. Das war eigentlich nicht geplant gewesen. Na toll, jetzt muss ich nochmal gegen den Hebel rennen. Ach, scheiße. War klar, dass das mal wieder mir passieren muss. Aus Versehen gegen diesen doofen Hebel zu rennen. Naja, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich muss mich erstmal wieder einspielen. Schon eine Woche her oder so. Das geht doch nicht. So. Und da geht's weiter. Und endlich sind wir weiter im Spiel. Und diese Brücke sieht irgendwie mysteriös aus. Das erinnert mich an solche Hängebrücken, die immer in solchen Filmen sind und die meistens einkrachen, wenn man drüber läuft. Hoffen wir mal, dass es bei dieser nicht der Fall sein wird. Und ja. Meinen Sie schön zu sagen. Okay. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Wow. Das Viech ist geil. Akani. Ey, den will ich als Freund haben. Akani. Der ist geil. Oh ja. Und wie ich mit dir fangen spielen möchte. Wow. Boah, wie groß das ist. Bleib stehen. Und natürlich... Oh. Natürlich rennt er mit... Ach, komm schon, Pikachu. Ach, scheiße. Ich krieg die Richtung. So, jetzt. Wow. Und es cheatet mal wieder. Au. Scheiße. Ich habe nur noch 12 Sekunden. Komm schon. Wir haben doch den Sprint auch schon auf höchster Stufe. Und es cheatet und es cheatet und... Ja, wir haben es trotzdem gekriegt. Ha. Yay, der Siegestanz. Ha, damit hat das Viech wohl nicht gerechnet. Du bist in der Tat so gut, wie man es sich hier überall erzählt. Rufe mich, wenn du mich brauchst. Ich werde mich dir nach Kräften helfen. Yeah, Akani ist geil. So. Ich meine, hier wäre doch auch irgendwo Blitzer. Genau, da ist Blitzer. Blitzer. Ach, guck mal, da ist das Togekiss, wo wir eben das gespielt haben. Ne? Blitzer! Blitzer! Alle Achtung, du hast aber viele Freunde. Mit anderen Worten, du hast sie auch alle im Wettstreit besiegt, nicht wahr? Ich werde mein Heil in der Flucht suchen. Wollen wir doch mal sehen, wer von uns beiden schneller ist. Möchtest du fangen spielen? Oh. Ja, warum haben wir wohl so viele Freunde? Hm? Okay. Und das war jetzt überhaupt nicht schwierig. Ey, das ist echt cool, wenn man alle Fähigkeiten auf höchster Stufe hat. Du bist gut. Beim nächsten Mal aber werde ich rennen, als gehe es um mein Leben. Lass uns das bald wiederholen. Es war echt spaßig. Wie? Es war spaßig. Woran erinnert mich das jetzt? Irgendwas erinnert mich das, aber ich weiß auch nicht mehr, was kommt. Yeah, was ist das? Staraptor! Staraptor. Ich habe schon viele gesehen, die in den Himmelsgarten wollten, aber niemand hatte bisher deine Ausstrahlung. Ja, komm, willst du mit mir fangen spielen oder was? Oh, er will kämpfen. Okay. Er will kämpfen. Und wow.
wollte schon sagen, fliegt der nicht? So ein Flug-Pokémon. Komm. Und, scheiße, ich wollte den mal bezahlen. Aber hey, ich habe ihn getroffen. Haha, fail. Und komm, zack. Haben wir ihn doch. Yeah. Du bist wirklich nicht von schlechten Eltern. Ich hatte dich gar nicht so stark eingeschätzt. Du wirst im Pokepark aber noch zahlreich weitaus hartnäckigere Flug-Pokémon begegnen als mir. Hört dich das? Na, da wäre ich mir ja nicht so sicher. Oh, okay. Ah, den meinte er wahrscheinlich. Und der ist jetzt so zufällig aufgetaucht, ne? Komm, den will ich jetzt herausfordern. Der soll jetzt so viel stärker sein. Das will ich sehen. Komm, lande, du Viech. Wow, okay, er ist schon mal sehr groß. Aerodactyl. Sind die Viecher nicht eigentlich ausgestorben? Aerodactyl, na egal. Meine Aufgabe ist es, all jene zu verscheuchen, die versuchen, sich aus der Luft in den Himmelsgarten hineinzuschleichen. Du kommst wie gerufen. Ich habe nach einem Gegner gesucht. Möchtest du mich kämpfen? Natürlich will ich das. Nun denn, lass uns anfangen. Komm, der hat doch nur drei Balken. Wie schwierig kann das denn sein? Oh, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Du Scheißkerl. Komm. Komm, stell dich. Haha. Der Eisenbahn. Ihn hier nochmal. Sehr gut. Haha. Das soll jetzt schwierig gewesen sein? Naja, ich weiß nicht. Deine Attacken sind unglaublich, aber du bist ja auch ein Freund von Staraptor. Ich wusste, dass der mit dem zusammenhängt. Sei bitte auch mein Freund. Okay, es war irgendwie logisch, dass sie zusammenhängen, aber naja, ich wollte es euch nochmal gesagt haben. Halt mal. Was ist da hinten? Den haben wir schon, ne? Wer ist das? Moment, das hat doch bestimmt irgendwas mit der Story zu tun, oder? Ich meine, da steht doch dieses komische... Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Gucken wir doch mal. Papunga, genau. Wir halten in treuer Erfüllung des Eides mit unseren Freunden aus alter Zeit in diesen Ruinen Wache. Ich lasse dich passieren, sobald... Siehst du? Ha, ich wusste es. Ich wusste es, dass das irgendwas damit zu tun hat. Und jetzt, das da hinten ist Bruder Landa, den müssen wir jetzt herausfordern oder seinen Wettstreit meistern oder was auch immer. Ansprechen. Bruder Landa. Utalanda. Wow, wie er das gesagt hat. Man erzählt sich bisweilen, dass die Erbauer dieser Städte unseren Ahnen dieses Spiel in grauer Vorzeit überliefert hätten. Du benötigst noch den Prismensplitter, nicht wahr? Utalanda. Teilnahme am Luftsport Deluxe. Deluxe. Wow, Deluxe. Kostet 40 Beeren. Boah, Abzocke, ey. Nimmst du teil? Achso, oh shit. Nein, ich wollte doch teilnehmen. Ach, fuck.